Na, PC, ja, schon. Aber Persona ist ein... Das ist eine Konsole. Persona ist keine Konsole, das ist ein Konsolengame. Okay. Oh, macht guten Schaden. Mein Schaden. Oh. Ja, toll, danke. Ah, schön. Oh. Der wird jetzt auch nochmal genommen von uns. Der Kampf ist easy. Er sei denn, jetzt macht er noch eine richtig heftige Attacke, aber ich glaube nicht. Der will immer one-hitten, ne? Der will immer so Instant Death-Attacken machen. So, Ken. Ja, es hat auch mal einen coolen Auftritt hier. Oder ganz cool, Ken. Viel XP. So, Chen Chen Chen. Ein paar Kisten. Ich mag die Persona-Reihe am liebsten. Da bin ich ganz ehrlich, ich liebe die Persona-Reihe. Ich finde allein die Idee ist so gut. Obwohl Persona 1 und 2 nicht so sehr mag, weil sie schlecht gealtert sind, aber ich liebe die Persona-Reihe. Mit der anderen Reihe könnten wir doch nicht so mit hier Devil Card, oder? Nee, Devil Survivor, ne? Ich glaube Devil Survivor hieß die, ne? Konnte es noch nicht so gut warm werden damit. Wenn ich ehrlich bin. Und ich liebe halt die Persona-Reihe. Das ist so eine schöne Reihe für mich. Ist auch einer meiner liebsten JRPG-Reihen mit Abstand. Okay, komische Gegner gerade. Na, aber das ist schon die Persona. Like. Ich bin einfach ein C und F. Dungeon Crawler? Hä? Was ist denn CSRPG? Cyber RPG? Völlig. Warte. Es gibt ja noch die Hauptreihe und die Dungeon-Crawler-Reihe. Die Hauptreihe ist doch
Warte mal, die Hauptreihe, ist das nicht Devil Survivor? Na schon, haben wir gekauft. Gute Gruppe. Taktische Rollenspiele, ach so. Ja, okay, taktische Rollenspiele. Nicht so meins. Ich habe nur einmal Suikoden Tactics gespielt, beim System ist auch gefesselt hat und so, ne? Das war auch gut, aber sonst. Naja. Alter, Akio, bist du noch am Fighten hier gerade? Schön, Yukari. Leider nicht so meins. Ich hab die Truhe nicht genommen gerade. Achso, nee, das war keine Truhe. Wie gesagt, das Einzige, was ich nur gespielt habe, war Suikoden Tactics und halt noch Final Fantasy Tactics, aber das war auch mehr schlecht als recht. Suikoden Tactics, das für ein Advance war okay, aber auch nicht der Burner so. Das für PS1 bzw. für PSP später war, naja, Mantel des Schweigens, sag ich mal. War nicht so meins, es war mir zu erwachsen. Oh, Bravely Default habe ich auch gespielt. Kommt auch auf Bravely Second. Bravely Default, ein cooles Game auf jeden Fall. Da hat nochmal Square Enix gezeigt, dass sie noch alte Final Fantasy Games praktisch machen können. Weil das ist für mich Bravely Default. Aber die Ebenen werden immer größer, ne? Ich meine, wir haben beide noch schon 200 erreicht. Langsam sollte mal Stopp sein. Nein. Ich finde die neue 14 Teile geil. Ich finde 14 gut, das neue 14, aber 13 nein. Finde ich nicht gut. Es baut mir zu sehr auf dieses Tank-Healer-Gehabe auf. Was für mich kein Final Fantasy sein darf. Ich muss wirklich sagen, Final Fantasy 13 ist für mich ein Riesenabfuck gewesen. Leider. Ich mache das leider gar nicht, dieses Futuristische. Also. Ich mag halt gerne so
Ferrari. Oh, oh. Oh. Okay, Yukari. Nur mal Glück gehabt, ey. Wir gucken Hulk Hogan. Und ich bin an Lightning Pad. Oh, Lightning. Oh, nee. Wow. Siodyne, ey. Nee, ich mag Lightning voll nicht. Ey, weil Lightning ist für mich zu stark in diesem Game. Sie wird mir als zu stark, als zu sehr im Mittelpunkt gestellt. Ich freue mich auf Final Fantasy Type Zero. Das wäre sofort spielen, sofort streamen, sofort Let's Playen. Und Final Fantasy 15 erstmal abwarten, wie es wird. Er sieht geil aus. Er sieht geil aus, aber ist auch so eine Salami-Party, ey. Weiternehmen, ne? Ne. Oh Gott. Wo ist der fucking Ausgang, ey? Was so für mich ein Highlight wäre, worauf ich am meisten, glaube ich, so freuen würde, wäre, wenn es einen Suikoden 6 geben würde irgendwann. Oh, verdammt. Okay, die chillen da ab. Wow, das ist Schaden. Oh, das ist auch Kiko. Wie findest du den Sekundenteil für den DS? Ganz okay, sag ich mal, aber kann sich nicht mit den anderen Teilen messen. Meiner Meinung. Irgendwie ist mir, irgendwie fehlt mir da was. Irgendwie ist mir das noch ein bisschen zu wenig da. Es war ganz nett alles, ne? Gewesen, aber. Ah, da fehlte mir so der letzte Schliff, ey. Alles hat abgeschlagen. Sag mal. Oh, oh. Oh, oh. You have to stop Cancun. Wow, geil. Der war gut im Move. Dann schon hier. Wow. The enemies return to normal. Oh. No, Yukari-chan is unconscious.
So, wir schauen noch mal schnell rein, was hier Verbotenes getrieben wird von noch ein paar Kumpel in Left 4 Dead spielen. Oh! Ja, da hast du recht. Die Yukari. Ach, die Yukari hast du wieder. Da war ja was. So. Attack Mirror. Wie geht's erscheinen, Spark? Alles bestens bei dir, mein Bester? Warte mal, ich muss gerade von leckerem Material lesen. Jonas, sorry, dass ich gerade ein bisschen inaktiv bin. Ach, kein Ding. Muss ich entschuldigen. Wenn du mal weniger mal nicht so viel schreibst oder mal gar nichts guckst, ist es doch auch egal. Ist wirklich egal, ich bin schon froh für das, was du schon hier schreibst und für das, was du hier guckst. Ich bin echt für jeden Viewer sehr, sehr dankbar. Egal, ob er schreibt, egal, ob er nur zuguckt oder im Hintergrund laufen lässt oder sonst was. Oder mir nur 5 Minuten zuguckt hat. Dafür bin ich schon sehr dankbar. Aber Ben 15 Speedrun hat gerade seinen Rücktritt bekannt gegeben. Macht einen Abschiedsstream. Oh. Ja, am Montag halt einen stressigen Tag mit Aufsichtsrat rumgezankt, aber sonst. Okay. Oh, so ein Rücktritt, ey. Hut ab. Dass man auch sowas im Stream wirklich so öffentlich so sagt, so, okay, jetzt ist so mein Rücktritt, ne? Mache ich noch einen Abschiedsstream für euch, ne? Das zeigt auch dann einen schon, ne, dass er so. Ja, dass er nicht so viel so. Wie soll ich sagen? Wie soll ich das am besten sagen? Ja, das zeigt, dass er für die Sache wirklich so richtig Herz und Blut da war, ne? Weil es gibt auch einige, die sagen, ja, okay, Leute. Ich bin nun weg, ne? Ciao. Oh oh. Was haben wir hier? Nix. Meinst du wirklich, Schwester, wenn du mit dem was trinken würdest, könntest du sie eine Stunde vielleicht mögen? Glaub, Beamte. Ach, nee, glaub nicht. Ich glaube, das sind so diese Art von Besoffenen, die aggressiv sind oder depressiv. Halt depressiv, was sie für einen scheiß Job, für ein scheiß Leben praktisch auch haben damit. Ganz schön viel Geld langsam. Ja? Wow. Wie habe ich denn im Moment? Bald habe ich 1 Million Yen. Aber ich würde, bevor ich ihnen die Hand schüttel, vorher noch die Toilettenschüssel stecken. Hängt die Art der Besoffenheit nicht von Alkohol ab? Nö, gar nicht, lecker Amateur. Gar nicht, es hängt von der Persönlichkeit ab.
Nee, es gibt so oder es gibt solche und solche Besoffene. Zum Beispiel, ich kann trinken, was ich will. Ich bin halt eine Stimmungskanone, wenn ich besoffen bin. Ich bin eine Stimmungskanone, ich mag jeden, bin super sympathisch auf einmal. Also ich glaube, ich kann ja kurz noch zur ersten Ebene wieder.